Schön ist das Andenhochland in der Region Huancavelica, aber auch karg und sehr trocken. Die Gemeinden liegen einsam verstreut in den Bergen und werden leicht vergessen von Regierung und Behörden in den fernen Städten. Der nächste Arzt, die nächste Schule, ein Markt sind oft viele Stunden Fußmarsch entfernt. Das Leben hier bedeutet harte Arbeit für magere Erträge. Meist nur Kartoffeln, Bohnen und etwas Getreide. Heranwachsen in bitterer Armut hinterlässt Spuren für ein ganzes Leben. Armut geht meist einher mit mangelnder Zuwendung und fehlender Bildung. Kindern mit besonders schlechten Startbedingungen ins Leben möchte die Hilfsorganisation World Vision eine bessere Zukunft geben. Sich ausmalen, wie die Zukunft sein soll, ist schon der erste Schritt in ein besseres Leben. In Sotopamba wird ein Zukunftsplan erarbeitet. Systematisch wird dabei geschaut, wo die Probleme liegen, aber auch die Stärken und Chancen der Gemeinde. So lässt sich feststellen, was sich ändern muss und kann. Auch die Männer haben eine Standortbestimmung gemacht und viele Probleme identifiziert, darunter eines, das viele weitere nach sich zieht. Der Wassermangel ist unser größtes Problem. Der Gemeinschaftsbrunnen reicht kaum für den täglichen Bedarf. Weil Wasser fehlt, wächst zu wenig auf den Feldern und die Kinder sind nicht ausreichend ernährt. Deshalb ist die Hygiene schlecht und es gibt viele Krankheiten. Die Arbeitsergebnisse der Gruppen werden zusammengetragen und nach Wichtigkeit geordnet. Dann werden Ziele vereinbart und ein Vertrag geschlossen, die Ziele gemeinsam zu erreichen. Besiegelt wird das Abkommen mit einer rituellen Zeremonie. World Vision arbeitet in seinen Entwicklungsprojekten nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. In jeder der 10 bis 20 Gemeinden einer Projektregion bestimmt die Bevölkerung nicht nur über die Maßnahmen, sondern setzt sie auch selbst um. Die Projektarbeit in Huancavelica steckt noch in den Anfängen und die Probleme sind noch groß. Auf den Feldern wächst wenig, das Vieh gedeiht schlecht. Hygiene, Gesundheitsversorgung und Schulbildung sind mangelhaft. Der Wasserlauf, den wir hier bauen, ist nur ein Teil eines umfassenden Systems zur Bewässerung. Die Familien können nur leben, wenn ihre Gemeinden mit Wasser versorgt sind. Parallel zum Bau des Bewässerungssystems gibt es ein Aufforstungsprogramm. Der Boden speichert dadurch mehr Wasser und das Pflanzenwachstum wird gefördert. Der Projektfortschritt und der effektive Einsatz der Mittel werden sowohl von den internationalen als auch den regionalen World Vision Büros regelmäßig überprüft. Als wir begonnen haben, mit den Familien zu arbeiten, haben wir festgestellt, dass sie ihre Kinder vernachlässigen. Wir haben unsere Projekte deshalb angepasst und legen in unserer Arbeit nun den Fokus auf die Kinder. In 10 der 19 Gemeinden des Projektgebietes wurden Frühförderzentren eingerichtet. Dass bereits Babys besondere Zuwendung und Aufmerksamkeit brauchen, ist für viele eine neue Erkenntnis. Die Veränderung beginnt bereits in der Schwangerschaft. Werdende Mütter werden hier zum Thema Geburt beraten und sensibilisiert, dass auch das Ungeborene schon gesund ernährt werden muss. Von World Vision ausgebildet, geben die Frauen ihr Wissen nun ehrenamtlich an andere Frauen weiter. Dass jemand offenbar keine Petersilie kennt, wundert die kleine Yamili. Denn ihre Mutter erntet das ganze Jahr über duftende Kräuter, knackige Salate und frisches Gemüse. Eine World Vision-Mitarbeiterin gibt im Haus der Familie Kispe regelmäßig einen Workshop. Sie reist durch die Gemeinden und vermittelt den Frauen alles Wissenswerte über eine ausgewogene Ernährung. Yamili ist eine aufgeweckte und fröhliche Dreijährige. Sie gibt, wie viele Kinder in den Projekten, durch die Patenschaft der Hilfe ein Gesicht. Mit den Einnahmen der Patenschaften finanzieren wir die Projekte, um damit ein lebenswürdiges Umfeld für die Kinder zu schaffen. Die Einnahmen gehen nicht direkt an die Familien, sondern in die Projekte der Gemeinden. Das Schöne an einer Patenschaft ist, dass die Paten direkt Kontakt zum Kind und zur Familie haben und dadurch auch über die Briefe einen kulturellen Austausch haben können.
In den ersten Jahren der Projektarbeit hat sich bei zahllosen Familien nicht nur das Lebensumfeld verändert, sondern auch die Denkweise. Früher haben wir zuerst an unser Vieh gedacht und dann unsere Ernten. World Vision hat uns dann deutlich gemacht, dass unsere Kinder viel wichtiger sind. Wie in all seinen Entwicklungsprojekten weltweit hat World Vision auch in Lamai vor allem ein Ziel verfolgt, nämlich sich selbst überflüssig zu machen. Juan Cruz war ein Patenkind. Früher hatte das Haus der achtköpfigen Familie nur einen Raum. Die Kinder sind mittlerweile erwachsen, die meisten außer Haus. Juan betreibt mit seinem Vater heute eine ertragreiche Landwirtschaft. Für viele Verbesserungen in Lamai hat World Vision nur den Samen gesät. Zum Beispiel beim Aufbau des Gesundheitssystems. Die Verantwortlichen der kleinen Gemeinden haben durch die gemeinsame Arbeit gelernt, sich etwas zuzutrauen und vieles selbst zu organisieren. Wenn Mütterberaterin Philippa Sutteraura ihre ehrenamtlichen Besuche bei Familien mit Kleinkindern macht, stößt sie nur noch selten auf alarmierende Anzeichen. Mit dem zweijährigen Juan Carlos ist sie auch diesmal völlig zufrieden. Seine Mutter hat gerade ein weiteres Kind zur Welt gebracht, nicht zu Hause auf sich allein gestellt wie früher üblich. Auch 3300 Gramm Geburtsgewicht sind mittlerweile die Norm. Für seine Mutter ist Aurelio gleichwohl etwas Besonderes, ein kleiner Sonnenschein. Das Land wird heute besser bewässert und bewirtschaftet. Dadurch ist die Mangelernährung drastisch zurückgegangen. Kleinbauern haben sich zusammengeschlossen und verkaufen auf einem neu eingerichteten Markt in der Distrikthauptstadt ihre Produkte. Das durchschnittliche Familieneinkommen ist gestiegen. Die Kinder von Lamai haben neben den Grundschulen ihre weiterführenden Schulen. Sie können weiterlernen, meist direkt in ihren Gemeinden. Die meisten Schulen sind jetzt adäquat ausgestattet, sowohl mit Material als auch mit Lehrpersonal. Für diese und die kommende Generation gibt es im Distrikt Lamai eine Zukunft. Escribiremos en tu pizarra para el progreso, ay de mi pueblo.